Hier kommt Kurt. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Replay von World of Tanks. Ich spiele diesmal auf der Map Wadi in einem Angriffsgefecht. Ich bin im Angreiferteam und ich bin unterwegs mit meinem neuen Schätzchen, dem Nachfolger vom Panther 2, nämlich dem E50. Tier 9 Medium der Deutschen und ist genauso genial wie seine Vorgänger. Und wenn ich hier schon auf der Map Wadi bin und im Angriffsmodus, dann fahre ich immer ganz gern die Stelle F5, F6 an. Geht mit dem Panzer hier auch wunderbar. Ja, 48 Granaten kann das Fahrzeug hier mitschleppen. Meine Aufteilung ist 24 AP-Granaten, 18 Premium-Granaten und 6 HI-Granaten. Und ich habe hier einen Durchschlag von den AP-Granaten von 220. Von den Premium-Granaten sind wir hier bei 270 und da lässt sich schon ordentlich was mitmachen. Ja, hier habe ich im Vorbeifahren eben den AMX 1390 aufgeklärt, beziehungsweise er mich. Konnte ihm einen Schuss erstmal schon mal reinsetzen und abhauen tut er nicht. Das wäre ja meine Chance gewesen, aber ich habe hier ein bisschen daneben geschossen. Ja, der Vorteil bei dem Spiel ist es auf jeden Fall, dass hier keine Arti dabei ist. Und das ist in der letzten Zeit relativ selten, dass es mal ein Spiel ohne Arti gibt. Aber in dem Fall finde ich das ganz gut, weil die hätte mich hier gleich mit wegbomben können. Da konnte ich den AMX nochmal beschädigen. Die Ketten wegschießen. Er hat wohl kein Rep-Kit dabei oder keins mehr an Bord. Und so konnten wir ihn rausnehmen hier. So, was jetzt hier der eigene, also der teameigene SP1C gemacht hat, weiß ich auch nicht. Der Panzer, das ist eigentlich ein Aufklärungspanzer und der fährt hier direkt zu diesem T69 mit vollem Magazin. Das war ein absolutes Himmelfahrtskommando, das war eigentlich klar, dass er drauf geht. Aber okay, vielleicht muss er den Panzer noch ein bisschen üben hier. Ja, da konnte ich schon den gegnerischen IS beschädigen. Und er tut mir den Gefallen und fährt da nicht weg. Also konnte ich ihn gleich noch einsetzen. Kläre außerdem hier noch den Tiger 1 auf. Und kann gerade noch so hier schön ins Heck schießen. Und der IS tut mir den Gefallen, dass ich hier ein drittes Mal treffen kann. Kann ihn auch gleichzeitig damit rausnehmen. Jetzt versuche ich mich hier so ein bisschen an den T69 ranzupirschen, muss aber auf den Tiger 1 noch aufpassen. Der hat mich jetzt auch aufgedeckt, ist aber gleich wieder hier in der Versenkung verschwunden. So, und jetzt will ich den T69 hier unbedingt haben. Sehe hier so einen ganz kleinen Zipfel hier rausgucken, ziele genau ein und nehme den T69 raus. Und der Tiger 1 konnte mich einmal hier beschießen. Jetzt dachte ich, das war sein letztes Stündlein, aber leider habe ich hier in die Düne geschossen. Und jetzt muss ich nur zusehen, dass von dem Tiger ein ganz kleines Stück rausguckt. Das ist ein One-Shot für mich. Und da kann ich ihn rausnehmen. Ja, unten rechts, also auf der Minimap unten rechts, wurde eben noch der gegnerische ST1 gesichtet. Aber ansonsten scheint die Ecke hier relativ aufgeräumt zu sein. Tiger 1 zieht sich wieder zurück. Ich fahre jetzt einfach mal vor und nehme hier diesen anderen Hügel hier als Deckung. Der ST1 kann mir selber jetzt nicht gefährlich werden. Wird auch von meinen Teamkameraden gerade behakt. Und hier ploppt der gegnerische Convoy auf, der britische TD. Wird von mir auch gleich erstmal begrüßt. So, hier ploppt noch der Pershing auf. Aber ich nehme hier den Convoy nochmal als Ziel. Der war weicher in dem Moment, als ich mich dafür entschieden habe, und der Tiger 1 ist auch noch aufgeploppt. Drei Panzer sind offen, ich treffe keinen von den dreien. Kommt auch mal vor, egal.
So, dafür im zweiten Anlauf konnte ich den Tiger 1 beschädigen. So, der Conway hat sich ein bisschen von der Gruppe gelöst und konnte mir so richtig in die Seite schießen. Aber unser Emil, der hat den Conway rausnehmen können. So, jetzt nehme ich mir ganz viel Zeit zum Einzielen und ich treffe auch. 434 Schaden konnte ich machen. Die letzten 85 hat der Waffenträger von dem Tiger genommen. Und jetzt fahre ich vor hinter die Düne. Allerdings hat mich jetzt der Super Pershing nochmal aufklären können. So, schön Ketten wegschießen, damit er nicht abhauen kann. Und hier entscheide ich mich jetzt für die untere Wanne. Ich habe extra die untere Wanne genommen, weil ich mir jetzt nicht sicher war, oben hier dieses, ja, ich sag jetzt immer so, das sieht aus wie ein Fernglas zu nehmen. Das war dann doch von der Entfernung ein bisschen weit, um das genau vielleicht zu treffen. Deswegen hatte ich mich eben für die untere Wanne entschieden, aber der ist leider nicht durchschlagen. So, und jetzt haben wir die komplette rechte Seite aufgeräumt und jetzt pirschen wir vor. Und auf der Minimap, wenn man da mal drauf schaut, wurden alle Panzer an einer und derselben Stelle ungefähr gesichtet. Und da ploppt auch schon der gegnerische T-54 auf. Der fährt jetzt aber in die Senke, dass ich den nicht mehr so erreichen kann. So, und da schießt mir hier schon der Gegner eine Granate um die Ohren. So, der gegnerische T-34 und der T-32 wurden hier gesichtet. Außerdem der T-25 AT, der wird aber von unserem Waffenträger gerade rausgenommen. Und das sind jetzt natürlich die Panzer hier mit den dicksten Türmen. Da muss man genau auf die Kommandantenkuppel schießen, ansonsten hat man da keine Sonne. Und mittlerweile habe ich auch keine AP-Munition mehr, deswegen habe ich jetzt so umgestellt, oder automatisch umgestellt auf meine Premium-Munition. Und ihr seht, auch die Premium-Munition kann diesen Turm frontal nicht so leicht knacken. Also das heißt, ihr müsst wirklich diese Kommandantenkuppel anschießen, wenn nicht mehr vorlugt hinter dem Hügel hier. Und da muss man natürlich genau treffen. Und hier seht ihr eine Reihe von Schüssen, die eigentlich nicht so sehenswert sind. Aber egal, ich versuche mein Glück immer wieder erneut hier. Wichtig ist, dass ich die Panzer offen halte, dass die nicht zugehen. Und den Schaden kriege ich ja auch als Assistenzschaden mit in meine Wertung rein. So, und jetzt konnte ich endlich mal Schaden machen auf dem T-34 und der T-32 ist der letzte Panzer, der übrig ist. Und der hat nur noch 350 HP, könnte ein One-Shot für mich sein. Allerdings sollte man dann nicht unter dem Panzer durchschießen. Aber wir probieren es jetzt nochmal und ja, das soll es dann auch gewesen sein hier. Wir sehen uns gleich die Ergebnisse an. Ich habe hier das Panzerass erreichen können. Ich habe das erste Mal den E50 gemeistert. Circa 50 Spiele habe ich dafür gebraucht und ja, das hat mich, wie gesagt, sehr gefreut. Dann haben wir hier außerdem noch ein bisschen Blech. Einmal das Wirkungsfeuer, dann einmal den Kämpfer, den Spotter, den Duellanten und den Schläger. 88.141 Credits gab es, 2.265 Forschungspunkte und außerdem gab es noch die Großkalibermedaille. Dann gehen wir mal hier in den Teamscore rein. Da seht ihr, da bin ich von den Forschungspunkten her auf dem ersten Platz, vom Schaden her ebenfalls auf dem ersten Platz. Und im detaillierten Report sieht das wie folgt aus. 32 Schuss habe ich abgegeben, davon haben 22 getroffen, von denen wiederum haben 15 durchschlagen. Das ist jetzt hier nicht so ganz so praller Wert. Allerdings hat es immer noch für 5.328 Schaden gereicht. Ich habe 3.089 Schaden aus einer Distanz von mehr als 300 Meter machen können. Ich habe 8 Treffer kassiert, 3 davon sind durchschlagen, 5 sind nicht durchschlagen. Meine Panzerung hat einen Schaden geblockt von 1040,
Ich habe 4 Gegner gespottet, 9 Gegner beschädigt und 4 Gegner zerstört. 2310 ist mein Assistenzschaden und von den 88.141 Credits sind nach Abzug aller Kosten 16.796 Credits übrig geblieben. Ja, das lag halt daran, dass ich zum Schluss mit Gold schießen musste, weil ich eben keine normale AP-Munition mehr hatte. Ja, meinen ersten Sieg des Tages, den hatte ich schon weg, deswegen habe ich hier 2265 Grunderfahrungen behalten. Ja, und das freut mich auch sehr. Geht dann natürlich in den Zehner rein. Ich habe schon ordentlich Erfahrung angespart, allerdings wird es noch ein bisschen dauern. Und ja, ich fand, das war eine sehr schöne Runde und wir sehen uns gleich wieder in der zweiten Runde. So, wir kommen zurück zur zweiten Runde. Diesmal spiele ich hier auf der Map Tundra in einem Standardgefecht. Wir spielen von unten nach oben, haben eine Arti auf der gegnerischen Seite und zwei Artis auf unserer Seite. Und ich bin unterwegs mit meinem neuesten Tier 10 Panzer, dem japanischen STB-1, mittlerer Panzer. Und mir gefällt der sehr gut vom spielerischen als auch vom optischen. Der hat einen schönen flachen Turm im Gegensatz zu dem Vorgänger, dem Typ 61. Und ja, hat ungefähr die gleichen Werte mit der Gun. Und wie alle japanischen Panzer hat er natürlich auch einen verdammt guten negativen Richtwinkel. Und deswegen fahre ich jetzt hier mit dem Panzer hier auf die rechte Seite, auf diesen kleinen Hügel. Die Aufteilung, ja, ich denke mal, ein bisschen mehr hätten vielleicht in die Mitte fahren können, wenn man so im Nachhinein betrachtet. Aber egal, wir fahren jetzt erstmal hier hoch. Und ja, da ich gesehen habe, dass wirklich in der Mitte nicht viele sind, habe ich mich entschieden, für diesen Fluss hier lang zu fahren praktisch. Und vielleicht ein bisschen die Gegner hier aufzudecken oder in die Zange zu nehmen. Da habe ich schon den RU-251 aufgedeckt, beziehungsweise er mich, hat mich auch einmal beschossen, aber nicht getroffen. Und jetzt sehe ich hier den gegnerischen Typ 61. Und mal gucken, ob ich von hier aus rankomme. Da ist ein Felsen davor, leider nicht. Aber hier sehe ich eine Torte. Und der T-54 hat mich beschossen, hat keinen Schaden machen können. Dadurch, dass der vorne so angeschrägt ist, prallt auch relativ viel ab an dem Panzer. Aber die Panzerung als solche ist nicht wirklich pralle. Einmal die Torte wieder aufgeklärt, in der Hoffnung, dass die Arti auch mal drauf schießt. Und jetzt sehe ich hier der gegnerische RU-251, der will sich unsere Arti schnappen. Ich fahre jetzt erstmal wieder zurück hier. Allerdings haben der Leopard 1 und die Bedshed auch den Braten gerochen und fahren auch zurück und beschützen unsere Arti. Also da muss ich wirklich mal sagen, die Leute gucken auch hier wirklich auf die Map, auf die Minimap und das ist gut so. Das ist nicht in jedem Spiel der Fall. Ja, da habe ich nicht genug einzielen können. Hatte gehofft, dass das so ein kleiner Snapshot wird und trifft. Und jetzt konnte der Leo letztendlich den Ru rausnehmen. Und da jetzt die rechte Seite so gut wie gefallen ist, orientiere ich mich weiter auf die linke Seite. Da hatte jetzt der T-54 versucht, unsere Panzer so ein bisschen von hinten in die Zange zu nehmen. Hat aber nicht mit den Rückkehrern, also unsere und dem Bedshed da gerechnet. Und insofern war das jetzt auch sein Verderben. So, da habe ich mal blind reingeschossen. Habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht mitgekriegt, ob ich getroffen habe. Aber der hat zumindest gesessen. Der Typ 61 ist raus. 9:6 steht es. Da oben ist der AMX. So, auch den konnte ich rausnehmen.
Und die Badget und der Leo, die jagen jetzt das Objekt 140. Ich kümmere mich hier um die E100 und die IS-4. IS-4 kommt jetzt auch zurück. So, schön in die untere Wanne geschossen. Da konnte ich Schaden machen, aber ihr seht, IS-4 macht auch mit jedem Schuss bei mir Schaden. So, jetzt hat die IS-4 hier keine Chance mehr, wird von 4 gegnerischen Panzern behakt. Und wir konnten sie jetzt aus letztendlich auch rausnehmen. Hier sehen wir den T-55A. Das ist ja einer der Panzer, die hier in der Mission freigespielt werden können. Auf den bin ich auch mal sehr gespannt. Aber das ist noch ein ganz, ganz weiter Weg bis dahin. So, und das ist jetzt hier der letzte E-100. Eine Arti haben wir dann noch als Gegner. E-100 ist weg. Und die Arti vermute ich mal irgendwo da so bei A1, A2. Und da ist er auch schon. Und einmal kurz ein Snapshot. Und da konnte ich sie rausnehmen. Und wir sehen uns gleich mal die Stats an. So, hier sehen wir die Ergebnisse der zweiten Runde. Diesmal gab es das Überlegenheitsabzeichen der zweiten Klasse. Dann gab es den Kämpfer und das Wirkungsfeuer. 50.602 Credits gab es. 3.062 Forschungspunkte. Und wir gehen mal in den Teamscore. Da bin ich vom Schadenverteilen hier ganz knapp auf dem ersten Platz gelandet und von den Forschungspunkten bin ich auf dem zweiten Platz. Im detaillierten Report schauen wir uns das mal an. 15 Schuss habe ich abgegeben, 12 davon waren Direkttreffer, 9 davon haben durchschlagen, 3187 Gesamtschaden, 755 Schaden konnte ich machen aus einer Distanz von mehr als 300 Metern. 3 Treffer habe ich kassiert, 2 sind durchschlagen, 1 Treffer ist nicht durchschlagen. Hat aber auch irgendwie keinen Schaden gemacht. Ich habe 3 Gegner gespottet, 6 Gegner beschädigt, 5 Gegner zerstört und 407 Assistenzschaden konnte ich machen. Von den 50.602 Credits sind nach Abzug aller Kosten 20.784 Credits übrig geblieben. Hier habe ich noch die doppelte Erfahrung des Tages einfahren können und habe somit dann eben eine Gesamtsumme von 3.062 Forschungspunkten erreicht. Die gehen komplett in die Mannschaftskillung. Ja, ich muss dazu sagen, warum dieses Let's Play oder dieses Replay, das war jetzt nicht so das prallste, aber ich habe eine Menge Replays gehabt und von denen funktionieren 80% nicht mehr. Das Kuriose ist es, das ist auch hier noch eine ältere Version, nee, gar nicht wahr, ist doch schon von Version 9.9, aber die älteren Let's Plays oder Replays, die ich noch auf der Platte liegen hatte, die funktionieren nicht. Ich weiß nicht, warum es diesmal Probleme gibt, damit hatte ich sonst eigentlich noch nie Probleme. Und ich muss mal schauen, wie ich die wieder zum Laufen bekomme. Ansonsten sind wirklich einige schöne Replays futsch. Und deswegen, wie gesagt, gab es jetzt hier nur so ein, ich sage jetzt mal, mittelprächtiges Replay. Aber ich hoffe, das davor hat euch ein bisschen entschädigen können. Und ja, das soll es für heute auch erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, euer Kurt.